Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir aus dem Erdenpulspunkt Strom oder wie auch immer man nochmal nennt, geflüchtet, haben ihn nominat bekämpft. Also nee, bekämpft haben wir ihn nicht, aber wir sind ihm begegnet und ja, danach sind wir im Kessel oder Kelch, Kessel. Was war da? Reicht der Prüfung? Okay. Wir sind im Kelch gelandet und ja, sehr bekannter Ort aus Terra. Ich glaube, da war die Bonus-Dungeon da, ja. Und ja, jetzt müssen wir noch einen Weg hier rausfinden und ich will auch so schnell wie möglich hier raus. Erstmal die Expedition aber abholen, boink. So, das ist jetzt nur nebensächlich hier mit den Expeditionen. Ich weiß mal nicht, ich bin erst Level 23 und das scheint noch höher zu gehen, ich weiß mal nicht wieso. Aber ja, ich habe im Moment hier alle Sachen bekommen, die man kriegen kann. Ich weiß nicht, ob ich schon vorher hatte oder nicht, aber jedenfalls habe ich hier alles, also sehe ich jetzt hier nicht mehr einen Grund, irgendwie was zu machen. Aber okay, was auch immer. Ich habe wieder ausgehen ein ganz klein bisschen trainiert. Ich glaube, 2 Level hat jeder irgendwie so bekommen. Titel haben wir nur. Wir haben nur Titel bekommen. Und zwar Kombo-Künstlerin mit Velvet 40 mit Kombos getöteten Gegnern. Ich weiß zwar nicht, warum ich nur so wenige habe, aber okay, Eisen, K.O. in der ersten Runde, ja, schnell Siege, 400 Stück. Dann Love is Dead, Alchemist, 7 Staatskrankheiten. Wo ist das? Ich weiß, warum zeigt er das überhaupt, aber lasst mich hier, jetzt war 20 wandert, ne? Was? 20? Warum habe ich da 7? Habe ich so viel ausgelöst danach? Boah, keine Ahnung. Dann noch Magilo, Boing. Seelenschlürferin, 2500 Seelen eingesammelt, ne? Und wir sind hier. 46 schon. Wie viele? 7777. Okay. So, mehr hat sich eigentlich nicht hier getan. Ich habe alle Monster hier schon von ihren Gegenständen beraubt. Ich habe eine Schärpe hier für Velvet bekommen. Ein Brustpanzer für die Mädels, glaube ich. Ja, hier mystische Federmontur. Und ich glaube, den dritten Gegenstand hier sind 3 verschiedene Monster. Den hatte ich schon vorher. Also können wir jetzt hier weitergehen und hoffentlich hier rausgehen, weil hier sind ein bisschen nervig zu trainieren, weil ich muss immer zum Speicherpunkt gehen, speichern, dann laden. Und ja, das Gebiet ist auch ganz schön riesig. Deswegen dauert es hier ein bisschen zu grinden, was ich ein bisschen nervig finde. Außerdem kann ich nirgendwo hin, irgendwo einkaufen und so. Ich habe schon, glaube ich, 3-4 Tränke des Lebens und so verbraucht, weil ich einmal in ein gefährliches Treffen geratet bin. Und ja, das ist ein bisschen nervig. Und da ist ein Drache. かまってるみたい。クーマと同じように。何のためにそんな。うん。血脈に繋がる術が動いているようじゃ。わしらがここに飛び出したのもその聖者ローテ。血脈。つまり、カノヌシと関係してる。 そう考えるのが自然じゃな。話が見えねえよ。説明。だからザベッツはオノバウンス。あんたも無関係じゃない。ベルベット。大丈夫よ。オッケー。あいなオフにして、マッハンスクバブル。なるほど。カノヌシの正体は分かった。で、あんたはそれでも戦うのかい。だからこそ。 どうして生死を殺す。光栄女だ。一つ疑問があるんだが、カノヌシは汚れを食らって目覚め、その力で人の業を鎮めるんだよな。で、人が汚れを生まなくなったら、カノヌシはどうなんだ。食べるものがなくなって死ぬ。いえ、再び眠りにつくのでは。だがそれじゃ、カノヌシの力が消えて、 人間はまた汚れを生むだろう。カノヌシにずっと業を沈めさせるには汚れを食わせ続ければいい。例えば不死身のドラゴンが発する強力な汚れを。ここは人間を制御し続けるためのドラゴン牧場というわけか。まさか。あくまで仮説じゃが。 Es gab da so einen untoten Drachen, den man bekämpft haben, Terra. Ja, wahrscheinlich auch was mit zu tun, ne? Vielleicht bekämpfen wir ihn ja hier auch noch. Ein Drache in Gefangenschaft.
私の信じていた清涼は何だったのか。足元から崩れていくようなことばかり。エレノア様、Du glaubst an den? 元気出してくださいでふ。僕も元気なくなるでふ。ドラゴン牧場のこと？はい。清涼といえど、ドラゴンを思いのままに操って導くことは不可能なはずです。つまり、あのドラゴンは、ここに来るまではドラゴンじゃなかった？そう考えるのは自然だな。おそらく精霊を拘束し、その後ドラゴンに変えたんだろう。前のメルキオルの野郎がやったようにか。どこまでも精霊を踏みにじりやがって。Sie holen schon Eisen direkt was dazu sagen. しかし、クーマだけでなくドラゴンまで生み出すとは、そのうち人間を生む方法を発見するかもしれんの。はい。で、それは分かってるでしょう。あ。あれ？解放するわけにはいかないわよ。危険すぎる。分かってる。やってくるぜ、タイマシロ。Ja. Kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der Drache, gegen den wir gekämpft haben mit Zorey? Auf zwei Beinen gestanden hat, wo die epische Musik war. Diese König der Löwen Musik. Dieses eine Gebiet, da gab es ja diesen einen Bosskampf hier. Mein Gott, irgendwann, hoffentlich kommen einige bekannte Bosse dann wieder. Ich kann mich zwar kaum an denen erinnern, aber... Macht es trotzdem, war Traumgelee. Warum geben die mir eigentlich diese Sachen? Ich benutze sie doch nicht mal. Ich kann die doch nicht mal außerhalb der Kämpfe benutzen, weil die immer voll geil sind nach jedem Kampf. Leute. So, hier gibt es noch drei Gegner. Diese Hexen, die Schlangen und diese Mammutköpfe. Und die habe ich schon alle von den Gegenständen beraubt. So, also brauche ich ja nicht mehr kämpfen. Ich habe auch schon zwei Level bekommen, also... Weil gegen die Bosse habe ich ja immer... Gegen die Bosse habe ich ja... Alter, ehrlich. Ja, den Kampf werde ich nicht kämpfen. Tut mir leid. Jetzt mal, als ich so eine gefährliche Begegnung gemacht habe, war halt verdammt schwer. Mir ausgehen aus Versehen passiert. Und ja, ich habe zwar, weil ich nicht 3000 Erfahrungspunkte bekommen, weil irgendwie ja dreifache war, was ich von allen Gegnern hier bekomme, aber trotzdem... War verdammt hart. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Natürlich kommt jetzt Skit. Ich bin der Vater. 自分で見て、聞いて、感じたことよ。たとえ誰かの生まれ変わりだったとしても、私は私で、あんたはあんた。それだけだと思う。エルベット。そうそう、アイゼンが言ってたが、精霊の前世は必ずしも人間とは限らないらしいじゃないか。それじゃ、動物や鳥や魚の生まれ変わりということもあるのですか？なくなくなくなくなくなーじゃが、仮にワンコの生まれ変わりじゃとして、今のバーが自分をワンコの兄弟だとは思わんじゃろう？うん。僕は僕だし。ベルベットのかわいいワンコじゃだな。マギルー、後で噛みつくから、覚悟しといてね。え、じゃあ、ご勘弁を！前言撤回、噛みつき撤退じゃ！前世とは、大地の記憶のようなものだ。過去の積み重ねの上にお前は生まれた。だが特別なことじゃない。誰もが過去のつながりの上に生きている。僕は僕なんだよね。そう、他の誰でもない。あんたはフィーよ。 Nein, du bist Lapiset. So, aber jetzt vor Ahnung. Oi, 副長。Ich habe da übrigens auch einen Verdacht, wer das sein könnte. Ich habe so das Gefühl, das ist Alfred. Weil Eisen der Einzige ist irgendwie, der darauf anspringt jedes Mal, wenn er auftaucht. Ja,
Melchior が現実で操ってるんだと思う。アイフレッド、おら。そうか。戦わなかったのは正解かもな。正面からやり合ったらただじゃ済まなかったはずだ。なぜわかるの？勘さ。ただ、なんだかやけに匂うのさ。気なくせえ不吉な匂いだよ。あの顔の傷。あいつは。大丈夫？アイゼン。顔色が悪いよ。Narbe im Gesicht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie Alfred nochmal aussieht, ne? Die Narbe im Gesicht, die habe ich auch schon bemerkt. Aber ich weiß jetzt nicht, wer eine Narbe im Gesicht hatte. Ich habe den ja mal irgendwie in so einem Thumbnail oder so reingepackt, deswegen weiß ich nur so ungefähr, wie der aussieht. Außerdem sehe ich den jetzt mal im Intro, also ich habe schon so meine Vermutung. Ich glaube, Silver, also der kleine Malak, der jetzt uns begleitet. Okay, nochmal da an. Ich glaube, der kleine Malak, also Malak Nummer 1, ist Desel. Dieser Dämon ist. Ach, wir sind hier, die Hexeninsel, ne? Ja. Aber wenn ich mal ein bisschen weiter gegangen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, wir so einfach rauskommen. Ja, der kleine Malak, denke ich, ist Desel. Und. Oh, geil. 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 So viele neue Sachen, geil. Kann ich mir alles leisten? Ich glaube ja. So viele geile neue Sachen. Flügelring. Oh. Sehr schön. Niedrigstiefel. Sehr geil. Da hat sich gelohnt. Erstmal wieder so viele neue Sachen ausrüsten. Wasserangriffsgrad, solche Sachen finde ich gut. Desel und hier der Dämon, glaube ich, ist Dingens hier. Alfred. Also ich tue es jetzt schon mal voraussagen, nicht, dass ich jetzt schon wieder irgendwann, weiß ich nicht, den Punkt erreiche. Warte mal. Ach, das ist schon okay. Ich hätte irgendwann mal wieder den Punkt erreiche. Und dann sage ich am Ende, nachdem es passiert ist, ja, ich habe es gewusst, ich habe es noch nicht gesagt. Also jetzt tue ich ja schon mal hier voraussagen. Am Ende wird es so sein, ne? Lerngeschwindigkeit von Ausrüstung, ja. Nehmen wir das erstmal. Sehr geil. Geflügelte Gegner, Mithril-Gürtel. Wen Angriffskraft hätte ich lieber? Jetzt vielleicht ein bisschen dauern hier. Lafayette braucht noch, okay. Ja, keine Männermontur, aber Frauenmontur habe ich, glaube ich, ne? Ja. Verteidigung plus 8, ja, passt doch bei ihr eigentlich. Und dann Flügelring, ne? Fähigkeit gegen geflügelte Gegner. Du hast gerade nichts, also Bams und Schuhe habe ich gekauft, ne? Mithril Stiefel. Betäubungsgegner von Gegner im Faktor, bla 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 bla. Betäubung, Eisen. Cool. Alles ausgerüstet. Flügelring. Das Lesen, Mithril Gürtel habe ich noch nicht. Okay. Was wollte ich jetzt noch mal machen? Verkaufen, meine Güte. Ein paar Sachen hier kann man direkt verkaufen. Ich weiß, das ist jetzt wieder super spannend, was hier passiert, aber muss ja getan werden. Ich könnte jetzt auch schneiden, aber Punkt, Punkt, Punkt. Nix, aber ich könnte schneiden. Ich möchte nur erwähnen. Oh Gott, das gibt's ja. Gibt ja richtig viel Geld. Lerngeschwindigkeit, das würde ich gerne behalten. Lerngeschwindigkeit, behalten. Das ist eigentlich nicht wichtig. Irgendwo Lerngeschwindigkeit. Ich habe ja schon Gürtel, ne? Ja. Also weg damit. So. Stoische Figurine. Weg damit. Weg damit. Verdammt, unser Level 10 Ding da geht ja nicht hoch, ey. So Zeit sparen hier spielen, hallo. Oh, Lerngeschwindigkeit.
Das ist oberste Priorität, wa? Ich könnte es mir ja einfacher machen und eigentlich die Sachen verkaufen, die ich schon gemeistert habe, aber... Oh, warte mal. Ich habe schon zwei von denen. Ich nicht vergessen, ausrüsten. Oh, viel Geld, viel Geld. Boink. Mein Gott, ich krieg von Feldspar, da kriege ich irgendwie andauernd, habe ich so ein Gefühl. Boink. Mein Gott. Wie viel habe ich von diesem Mist? Ich hoffe, nachdem wir hier raus sind, können wir endlich mal durch die Welt gehen. Ich möchte mal zu diesem Strand gehen. Kann ich überhaupt noch mal zu ihnen zurück? Ich habe es so langsam gefühlt nicht. Boom. Und auch, hallo. Damit. Und gut. Irgendjemand. Magilo, glaube ich, ne? Ha. Ne, wart. Ja, meine Güte. Windschaden reduziert. Geil. Gut. Dann mal speichern, falls ich irgendwie Game Over gehe oder so. Dann möchte ich nicht den ganzen Einkaufsbummel nochmal machen. Dann. 15 Minuten, wir sind noch nicht weit gekommen. Gut. Boah, Nase. Ich möchte einen Baum haben, mit dem ich mir auch, ich sehe da einen schon auf der Karte. Ja, mir so ein Monolith, da wird sich Sorei freuen. Und gegen dich haben wir noch nicht gekämpft. Komm her. Komm her, fetti, fett, fett. Suchinsel Riese, ja. Gegen die muss ich noch kämpfen, um deren Gegenstand zu bekommen. Die sind offensichtlich. Ey. Beim Offscreen habe ich jetzt voll oft geschafft, hier Level 2 Mystic Arts einzusetzen. Jetzt klappt schon gar nicht. Oh mein Gott. Alter. Autsch. Vielleicht direkt wieder neue Tränke des Lebens holen. Weil ich hatte 4 SA, ey. Jetzt alles weg. Okay. Dann haben wir dich kaputt. Boom. Tschüss. Oh Gott. Na, oh, Velvet, ehrlich. Autsch. Oh mein Gott. Also diese fetten Typen, die so viel abziehen. Also die Typen sind gefährlich, ey. Aber ist doch voll einfach, den auszuweichen. Gott. Magilo. Ich habe ja gerade 7000 aufgezogen, da stand 7000. Wirklich ist sie ein bisschen unbesiegbar, wenn sie... Der Ding hat, ja, geht sie nur aus ihren Dings raus. Geh weg! Mein Gott. Damit. Zeig, so, gib mir wenigstens den Gegenstand. Wenn ich nicht offscreen gegen euch kämpfen muss. Nein, verdammt. Egal. Oh. Was? Oh, er war irgendwo Dingens. Weil es jetzt auf der Karte stimmt. Ah, geh weg. Boah. Oh, pff. Ja, pff. Ich glaube, ich bin tot. Ich muss irgendjemand auswechseln, der mehr als Dingens hat. 2 SA, sonst wird's nervig. Jetzt hat sie nur einen dazu bekommen. Die anderen brauchen ja ihre. So, absorbieren. Boom. Ich hasse diese Viecher, die sind nur am Zaubern, ey. Also ohne Pause, der Kampf beginnt, ne, die direkt. Na cool, ich meine, was für einen riesigen Kreis die haben, ey. Ey. Ich meine, den, was für einen Kreis die haben, ey. Ja, pff. Dann greifen sie mich einmal normal an.
Und das tut mich direkt vertreiben. Das scheint irgendwie so ein Trend zu sein in den letzten Gegnern. Random Schrei einfach so aus Frustration. Da tot, gut. Wohl Zeitverschwendung, ich wollte gar nicht gegen die kämpfen, Mann. Oder oh, habe ich mal gesehen. Was schon zurück? 15 Minuten wahrscheinlich nur, ne? Dann kann man ja sagen, wofür Level jetzt überhaupt noch da ist. Ich habe doch schon alles. So, ihr seid neu, kommt her. Boah. Warum rennen wir denn so? Da kommt er. Welche, oder? Nando. Mukashi yoku onigokko o shita yo ne. Ah, oder der. Nigasanai yo, onee-chan. Kanonatsu. Wird er zu dem Drachen, den wir später in Zestiria hier bekämpfen? Wie war das? Ich weiß es nicht. Ich muss Zestiria spielen, um zu gucken.絶望するには Jawohl. Hau den kaputt. Hölle Milan, der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich glaube nicht, dass er der gleiche war wie. Dachte ist, in meinen Sister bekämpft hat. Ja, mal schauen. Magido. Wie hast du am meisten Schaden bekommen? Du bist am meisten im Fernhaut. Das ist eine gute Entfernung, ja. Seine Dings wird ja, glaube ich, überhaupt nichts bringen. Ja, ich habe gerade nach oben gedrückt und dann ist er verreckt. Ich kriege gar keine Betäubungen, ja, habe ich so Gefühl. Wie soll ich ihn jetzt auswechseln? Er geht nicht mehr. Er kann nur einen Angriff machen, stimmt. Er soll Gefühl gegen Latvich haben wir keine Chance. Guck dich mal an. Wasser. Mach mal Lapis und Magilo, weil da stand auch neutral. Boah. Leute, was ist hier los? Ich kann Eisen nicht auswechseln. So Dinge einsetzen hier, Malakas. Ich habe zwei Level trainiert, ey. Jetzt mir jetzt sagen, ich habe trotzdem immer noch keine Chance. Boah, Magilo. Warum verrecken alle so schnell? Wenn ich mal an, eine Chance, was soll das? Guck ich da mal an, wie wenig ich bin ausziehen.
Das ist der erste ausgewachsene Drache, gegen den wir mal kämpfen, außer Shenlong, ne? Ja, bringt nichts, wenn er Seelen hat. Danke. Guck da an. Wir haben, wie wenig wir das abgezogen haben. Oh, geil. Ich muss dich auswechseln. So, Elena, komm her. Jetzt geht's auf einmal ab. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Wenn ich だから苦しむと言ったのに。ザビーだ。僕が可能の地を防ぐ。みんなはドラゴンを追い詰めて。一人でなんて無茶です。せめて私も一緒に。これは命令じゃないよ。僕の作戦。任せるわよ。 ずいぶん格好つけるね。僕の一部のくせに。僕は精霊ライフセット。僕は僕だよ。手加減はなしだ。さっきはそれで手こずっちゃったからね。 こっちもお出ましよ。 Oh Gott.